Sie hören die Tübinger Telefonandacht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Also ich finde ja, ich bin gut erzogen worden. Das würde ich ganz überzeugt sagen. Ich habe gelernt, dass ich Menschen auf der Straße grüßen soll, dass ich nicht mit den Fingern essen soll und selbstverständlich, dass ich immer Bitte und Danke sagen soll. Vielleicht hätte Paulus da meinen Eltern anerkennend auf die Schultern geklopft und gesagt, recht so. So sehe ich es auch. Denn in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt er, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus geht hier jedoch weit über meine elterliche Erziehung hinaus, muss ich sagen. Denn ich musste immerhin nur dann dankbar sein, wenn ich gerade etwas geschenkt bekommen habe. Sei es ein Geburtstagsgeschenk oder ein Lolli an der Verkaufstheke. Aber der Wille Gottes, sagt Paulus, ist, sei immer dankbar, sei dankbar für alles. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben das scheinbar geschafft. Für sie ist eine Unterstützung oder ein Dasein von jemandem niemals selbstverständlich geworden. Sie haben immer und immer wieder Danke gesagt und sei es 100 Mal am Tag, auch trotz Schmerzen oder Einsamkeit. Bewundernswert. Und manchmal so fern von dem, wie ich mich tagtäglich verhalte. Dankbar sein. Haben wir den Grund dazu? Viele haben oder hatten schwere Zeiten in den letzten Jahren. Krankheiten und Kriege, Rückzüge und Trennungen, Angst und riesige Herausforderungen im Beruf und im Alltag. Und doch, ich sehe mein Leben vielleicht doch zu selten als ein Geschenk. Meinen Reichtum, ob an Geld oder viel schöner noch, an Menschen, die mich lieben. Mein gut gefülltes Vorratsregal. Sei es ein erfüllter Job oder ein erholsamer Urlaub. Sei es ein trotziges Kind, das dennoch wieder meine Nähe sucht. Oder ein dementer Verwandter, der nach einem Wutanfall doch wieder meine Hand nimmt. Ein dankbares Leben mit Grund zur Dankbarkeit, das fällt leider nicht vom Himmel. Oder irgendwie auch doch. Denn hinter all dem steckt auch wieder jemand, der das gemacht und ermöglicht hat. Gott schenkt es uns, all das, was wir haben. Und er schenkt uns auch die Fähigkeiten, die Kraft, die Energie und die Ideen, die uns geholfen haben, zu dem zu werden, was wir heute sind. Und dann heißt dankbar sein in allen Dingen nicht, ich bin dankbar für den Hagel gestern oder dass ich mir in den Finger geschnitten habe oder dass meine Nachbarskatze mal wieder mein Salatbeet dreckig gemacht hat, sondern dass die Dankbarkeit meine Grundhaltung ist. Das Bewusstsein, ich habe mich nicht selbst erfunden, sondern diesen genialen Plan hatte ein anderer. Das Bewusstsein, mein Leben im Guten wie im Schlechten, liegt nicht nur in meiner eigenen Hand auf Gedeih und Verderb, sondern ein anderer nimmt sich meiner an, läuft mir nach und fängt mich auf. Und dafür kann und darf ich tatsächlich jeden Tag dankbar sein. Also, Augen auf, dass ich das Geschenk meines Lebens schätzen lerne, dass ich Gottes bedingungslose Liebe und seine Geduld sehe, in jedem Morgenrot und in jedem singenden Vogel, dass ich gerade auch im Schwersten weiß, er trägt mich und ich bin nicht alleine. Dass sie unendlich Gründe zur Dankbarkeit in ihrem Leben entdecken, und dass das Lied der Hoffnung in ihnen niemals verklingt, das wünscht ihnen Fabian Kunze, ihr Pfarrer aus Ofterdingen.